Auf dem Weg zum Erfolg brauchen wir regelmäßig Inspirationsquellen. Was ist deine Inspirationsquelle? Meine ist zum Beispiel unterwegs zu sein, so wie jetzt hier, Glacier Express auf der Fahrt von St. Moritz nach Deutschland. Das ist für mich Inspiration. Ich habe Zeit zu lesen, ich habe Zeit zu arbeiten. Bücher, Hörbücher sind für mich eine wundervolle Inspiration. Weitere Inspirationen, Seminare, erfolgreiche Menschen, in der freien Natur sein, in Bewegung sein und viele weitere Dinge. Und es ist wichtig, dass wir uns das regelmäßig gönnen. Das ist ein fester, großer Bestandteil in unserem Leben. Viele Leute warten, dass was passiert. Das ist fatal. Denn wer wartet, hat verloren. Und so ist es wesentlich sinnvoller. Du machst dich auf den Weg. Ja. Du bist für dich verantwortlich. Du bist für deinen Erfolg verantwortlich. Du bist für deine Lebensfreude verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich, dass es dir gut geht. Und ohne Inspiration verkümmern wir. Wenn man immer nur das Gleiche macht, kommen immer nur die gleichen Resultate raus. Und das ist teilweise schon sehr fatal. Das ist auch oft sehr langweilig. Und dann auch in der Passivität zu bleiben, das, was viele machen, von früh bis spät, TV schauen, das ist passiv, da tut sich nicht sehr viel. Wir müssen aktiv unterwegs sein, wir müssen uns aktiv in den Prozess hineinbegeben und dann durch das Aktive kann er sich besser verankern und es wird zu einem festen Bestandteil in unserem Leben und das ist ganz einfach wichtig. Also für mich ist unterwegs sein, auf Reisen sein, ist für mich ein wesentlicher Bestandteil, hat mit sehr viel Lebensqualität zu tun und jedes Mal bringe ich sehr viel mit nach Hause. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf, maximale Erfolge. Tschüss, bye bye, dein, ihr, euer Hans Kramer.